Genau, jetzt noch einmal herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung Gefährliche Pestizide und Nierenversagen in Zentralamerika, veranstaltet von NCOTA und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Lena Luig und ich arbeite für NCOTA. In dieser Veranstaltung wollen wir genauer die Arbeitsbedingungen im zentralamerikanischen Zuckerrohranbau und deren gesundheitliche Folgen beleuchten und wollen dabei ein ganz besonderes Augenmerk auf den Einsatz gefährlicher Pestizide legen. Dafür haben wir sehr spannende Experten, Expertinnen heute hier eingeladen, die ich später genauer vorstellen werde. Nochmal ein paar technische Informationen vorweg, jenseits der Verdolmetschung und ein Überblick über den Ablauf. Was ganz wichtig wäre, ist für inhaltliche Fragen an die Referenten, Referentinnen, wäre es super, wenn Sie das F&A-Tool unten in der Leiste benutzen könnten, Frage und Antwort. Und für technische Fragen, falls irgendwas nicht funktionieren sollte, schreiben Sie bitte am besten in den Chat. Wir werden dann die Fragen sammeln später und vorlesen, bevor sie von den Referenten und Referentinnen beantwortet werden während unserer Diskussionsrunde. Und dann noch ein paar weitere wichtige Punkte. Wir werden den ersten Teil der Veranstaltung aufzeichnen, das heißt den Teil, bis wir dann zu Ihren Fragen kommen, die Referenten und Referentinnen beantworten. Die Aufzeichnung kann dann im Nachgang der Veranstaltung auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung darauf zugegriffen und heruntergeladen werden. Kurz noch zum Ablauf der Veranstaltung. Im ersten Teil dieser Veranstaltung werden wir durch unsere Referenten, Referentinnen einen Überblick über die Problematik der Doppelstandards im globalen Pestizidhandel sowie über die weit verbreitete Erkrankung von chronischer Niereninsuffizienz in den Zuckerrohranbaugebieten Zentralamerikas bekommen. In einer anschließenden Diskussionsrunde werde ich Ihre Fragen, die Sie über das F&A-Tool Frage und Antwort gestellt haben, an die Referenten, Referentinnen weitergeben. Und nun zu unseren spannenden Gästen. Vielleicht können wir jetzt einmal alle kurz sehen mit Video. Genau. Aus Nicaragua wird uns Ana Celia Tercero berichten. Sie ist Leiterin der Frauenorganisation Apadein im Landkreis El Viejo, wo der Alltag sehr stark vom Zuckerrohranbau geprägt ist. Und sie hat sich auch im Zuge ihrer Masterarbeit intensiv mit den sozialen Folgen des Zuckerrohranbaus und speziell der Erkrankung an chronischer Niereninsuffizienz beschäftigt. Hallo Ana Celia, super, dass du dabei bist. Aus El Salvador wird uns Adalberto Blanco berichten. Er ist verantwortlich für die Lobby- und Advocacy-Arbeit beim kooperativen Verband FICORACEN, eine Mitgliedsorganisation von La Vía Campesina. Er hat 2013 eine Kampagne für ein nationales Verbot bestimmter besonders gefährlicher Pestizide mitkoordiniert in El Salvador. Hallo Adalberto, super, dass du dabei bist. Ich freue mich außerdem, Peter Klausing zu begrüßen. Er ist Toxikologe und in seinem Unruhestand, wie er selber sagt, sehr aktiv im Vorstand des Pestizidaktionsnetzwerks, also der Pan-Germany, sowie in der deutsch-mexikanischen Solidaritätsbewegung. Er ist Experte für die akuten und langfristigen Folgen von Pestiziden für die menschliche Gesundheit. Hallo Peter, herzlich willkommen. Und als erstes würde ich dann gerne das Wort übergeben an Jan Urhan, unseren vierten Speaker hier. Er ist Programmleiter für Ernährungssouveränität bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Südafrika. Dort hat er im vergangenen Jahr unter anderem zu den Auswirkungen des Einsatzes gefährlicher Pestizide auf die Gesundheit von Plantagenarbeitern und Arbeiterinnen sowie auch zur Wirkung der sogenannten Allianz für eine grüne Revolution in Afrika gearbeitet. Jan wird uns nun einen kurzen Überblick über die Doppelstandards in der globalen Pestizidvermarktung und deren Auswirkungen für vor allem für Menschen im globalen Süden geben. Bitte Jan, du hast das Wort und wir sehen schon deine Präsentation. Super. Hallo, auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich würde ganz kurz was zum globalen Pestizidmarkt im Allgemeinen sagen und dann vor allem auch was zur Frage der Doppelstandards, bevor wir dann nach Lateinamerika reisen. Die Pestizidmärkte wachsen erheblich in den letzten Jahren. Die Grafik, die Sie auf dieser Slide sehen, zeigt einmal den globalen Pestizidverbrauch zwischen 1997 und 2017.
und den globalen Pestizidhandel gemessen am Umsatz ebenfalls zwischen 1997 und 2017. Und da sehen wir, dass der Verbrauch von 2,9 Millionen Tonnen im Jahr auf 4,1 Millionen Tonnen gewachsen ist. Und der Umsatz hat sich gar verdreifacht, nämlich von knapp 11 Milliarden US-Dollar im Jahr auf über 34 Milliarden US-Dollar. Deutschland und deutsche Unternehmen sind wichtige Player im Pestizidgeschäft. Hinter China ist Deutschland mit einem Exportvolumen von ein bisschen mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar der zweitgrößte Pestizidexporteur weltweit und hält damit einen Anteil von ungefähr 12% am globalen Pestizidexportgeschäft. Die Gefährlichkeit von Pestiziden, vor allem im globalen Süden, ist immens. Vielleicht ein paar Zahlen, um das zu verdeutlichen. Jährlich werden schätzungsweise 3 Millionen Menschen weltweit wegen einer akuten Pestizidvergiftung behandelt, in Krankenhäusern behandelt. 25 Millionen erleiden weniger akute Vergiftungen und gar zwischen 20.000 und 40.000 Menschen sterben an ihrem Arbeitsplatz aufgrund einer Pestizidvergiftung. Ein Großteil dieser Todesfälle eignen sich in Ländern Afrikas, Asiens und auch Lateinamerikas. Warum sprechen wir von Doppelstandards und was bedeuten eigentlich Doppelstandards? Wir reden von Doppelstandards, wenn es um Pestizidwirkstoffe geht, die Pestizidwirkstoffe des internationalen Agribusiness geht, die beispielsweise in der EU entweder nicht genehmigt sind oder sogar verboten sind. Und sie werden aber trotzdem von den Konzernen in andere Regionen der Welt exportiert und da natürlich auch entsprechend. Das europäische Pestizidrecht zum Beispiel misst dem Schutz bestimmter Bevölkerungsgruppen innerhalb der EU, der Artenvielfalt oder auch den Ökosystemen einen besonderen Wert bei. Während also europäische Bauern und Bäuerinnen und die Umwelt natürlich zu Recht vor hochgefährlichen Wirkstoffen geschützt werden, wird aber durch den Export von hochgefährlichen Wirkstoffen aus der EU in andere Regionen der Welt eine Gefährdung der Gesundheit der Menschen als auch der Umwelt jedoch billigend in Kauf genommen. Das heißt, es gibt bislang keinerlei EU-rechtliche Grundlage auf EU-Ebene, die den Export und somit auch die Anwendung dieser hochgefährlichen Pestizide und Wirkstoffe in andere Länder verhindern könnte. Für die Konzerne ist es ein großes Geschäft. Beispielsweise die beiden deutschen großen Agrarchemiekonzerne Bayer BASF, Syngenta aus der Schweiz, FMC aus den USA und Corteva machen rund 35% ihres Umsatzes mit hochgefährlichen Pestiziden und davon werden ganz und gar 60% vor allem in sogenannte Schwellen- und Entwicklungsländer exportiert. In einer Studie, die Lena Luig eben kurz erwähnt hat, aus dem April 2020, herausgegeben von Incota, Miserio und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, haben wir uns das für Bayer und BASF für Brasilien und Südafrika ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass nur in Anführungszeichen in diesen beiden Ländern mindestens 28 Wirkstoffe von diesen beiden Unternehmen vertrieben werden, die keine EU-Genehmigung haben und davon sind sogar mindestens 7 Wirkstoffe explizit verboten. Was heißt verboten? Verboten heißt, dass die Genehmigung nach der Prüfung durch die EU-Behörden entweder abgelehnt wurde oder aber auch zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen wurde. Dazu zählen zum Beispiel Cyanamid von BASF oder auch Propinep von Bayer. All das hat natürlich Folgen für Mensch und Umwelt, wie ich das ganz zu Beginn an den Zahlen, glaube ich, schon verdeutlicht habe. In oben genannter Studie haben wir Fälle dokumentiert, in denen Pestizide von Bayer und BASF zum Teil zu schweren Vergiftungen und anderen Erkrankungen, zum einen bei Landarbeitern und Landarbeiterinnen in Südafrika, aber auch vor allem in indigenen Gemeinschaften in Brasilien geführt haben, auf Zitrusplantagen in Südafrika beispielsweise, führen Vergiftungen beim Sprühen, also bei der Anwendung der Pestizide und auch Pestizidrückstände im Trinkwasser dazu, dass die LandarbeiterInnen und ihre Familien im Krankenhaus behandelt werden müssen. Warum machen die Konzerne das und was steht dahinter? Ich glaube, es ist relativ einfach. Die Doppelstandards im Pestizidhandel ermöglichen es ihnen, nämlich
mit ihren Exporten faktisch Gewinne einzufahren auf Kosten der Gesundheit von Millionen von Menschen weltweit außerhalb der EU. Sie machen sich also oftmals zunutze, dass die Regelungen zur Pestizidzulassung in vielen Ländern des globalen Südens im Vergleich zur EU oftmals viel, viel schwächer sind. Ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist der Mythos der sicheren Anwendung. Die Konzerne behaupten ja immer gerne, dass ihre Produkte sicher seien, wenn sie dann auch wirklich korrekt angewandt würden. Das entpuppt sich jedoch in der Realität oftmals als reiner Mythos, eben vor allem in den Ländern des globalen Südens. Schutzausrüstung, die es eigentlich geben müsste, ist nicht vorhanden. Bauern und Bäuerinnen können die Angaben zur Anwendung auf den Packungsbeilagen nicht lesen. Die Zulassung ist vielleicht nur für professionelle Nutzer erteilt oder aber nur in Gewächshäusern, oder es müssen beispielsweise große Abstände zwischen der Plantage und der nächsten Behausung eingehalten werden, wenn die Pestizide von Kleinbauern angewandt werden, die weniger als einen Hektar zur Verfügung haben, sind diese Abstände, die teils mehrere hundert Meter sind, natürlich nicht einzuhalten. Das alles ist natürlich dem pestizidherstellenden Unternehmen mit ihren sehr durchorganisierten Vertriebsstrukturen durchaus bekannt. Und trotzdem wird diese Praxis fortgesetzt. Das ist auch schon alles, was ich zur Einleitung sagen wollte. Jetzt freue ich mich auch selbst sehr auf die spannenden Berichte aus Lateinamerika und im Anschluss daran auf eine lebhafte Diskussion. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank, Jan, für diesen sehr informativen Einstieg und Überblick zu dem Thema Pestizide und Doppelstandards. Ich möchte nun als nächstes das Wort an unsere Gäste aus Nicaragua und El Salvador übergeben. Davor vielleicht ein paar Sätze dazu, was der Pestizideinsatz eigentlich mit der Erkrankung an Niereninsuffizienz, was ja ein zentrales Thema dieser Veranstaltung heute ist, in den Zuckerrohranbaugebieten Zentralamerikas zu tun hat. Es ist so, dass seit in den letzten 20 Jahren Zehntausende Menschen in der Region an chronischen Nierenversagen gestorben sind. Seitdem wird über die Ursachen der Erkrankung gestritten. Und inzwischen häufen sich Studien von internationalen Teams, von WissenschaftlerInnen, die einen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Einsatz bestimmter Pestizide, darunter Glyphosat und auch Paraquat, herstellen. Und davon werden wir jetzt von Anna Celia und Adalberto und später auch von Peter Klausing noch mehr erfahren. Ich würde jetzt als erstes an Anna Celia übergeben, wenn du dein Video anmachen könntest und deinen Bildschirm teilst für die Präsentation. Du hast das Wort. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto. Guten Tag an alle. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und etwas darüber zu berichten, etwas, was ich für sehr, sehr wichtig halte, insbesondere hier in unserem Land und aber auch für die ganze Welt. Ich gehöre zu einer Organisation, einer Frauenorganisation. Wir arbeiten auf dem Land mit den Frauen im Westen des Landes und es geht uns insbesondere um die Menschenrechte, die Wahrung der Menschenrechte und um die Rechte der Frauen. Ich würde heute gerne berichten, nun scheint leider das Video eingefroren. Hallo Anna Celia, hörst du uns noch? Sieht so aus, als hätte Anna Celia wahrscheinlich gerade technische Probleme, Internetprobleme. Wir warten noch ganz kurz, ansonsten haben wir eine Notfalllösung mit einem aufgezeichneten Vortrag. Entschuldigung. Okay, Anna Celia ist leider nicht mehr bei uns. Wir hoffen, dass sie gleich wieder dazustoßen kann. Kann sonst hier jemand aus dem Team kurz Anna Celias Beitrag teilen? Es dauert ein paar Sekunden. Ich bitte alle Zuschauer, Zuschauerinnen kurz um Geduld.
Vielleicht kurz dazu zur Erklärung. Gestern und heute ist ein sehr starker Hurricane über Zentralamerika gefegt und wir haben sehr gehofft, dass das alles funktioniert. Okay, wir können auch mit Adalberto weitermachen. Adalberto, vielleicht kannst du als erstes vortragen, genau. Und dann schauen wir, ob Ana Celia später buenos so días, buenas tardes. Adalberto. Guten Tag an alle. Guten Tag, guten Abend. Mein Name ist Alberto Blanco. Ich bin Teil der Organisation FEGORACEN. Das ist ein Zusammenschluss der Agrargenossenschaften nach der Landreform in der Zentralregion in El Salvador. Und wir sind auch Teil von internationalen Bündnissen auf nationaler Ebene gehören wir auch dem Tisch zur Ernährungssouveränität an. Hier arbeiten mehr als 20 Organisationen zusammen, wo es darum geht, die Ernährungssouveränität im Land sicherzustellen. Und auf internationaler Ebene sind wir auch Teil von Via Campesina und der Organisation CLOC. Dieses Bild zeigt die Anbauten in El Salvador, dort, wo unsere Agrargenossenschaften arbeiten. Das sind Gebiete, in denen überwiegend Bohnen und Mais angebaut werden heute. Um einen internationalen Kontext zu ermöglichen, der globale Atlas zur Nierengesundheit aus dem Jahr 2019 hat festgestellt, dass im Jahr 2030 14,5 Millionen Menschen mit Nierenerkrankungen im Endstadium zu erwarten sind. Aber nur 5,4 Millionen dieser Betroffenen werden auch behandelt. Das bedeutet, dass voraussichtlich etwa 2 Millionen Menschen pro Jahr sterben werden, weil sie keine Möglichkeiten zu Behandlungen wie Dialyse oder Nierentransplantation haben. Und um den Kontext von El Salvador noch einmal näher vorzustellen und vor allen Dingen auch im Vergleich zu Deutschland zu sehen, El Salvador hat fast 7 Millionen Einwohner und die Bevölkerungsdichte liegt bei 305 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer und der Human Development Index, mit dem Human Development Index liegen wir auf dem 129. Platz in der weltweiten Liste. Das hier sind Daten aus dem Atlas globaler Umweltgerechtigkeit und hier möchte ich einen wichtigen Fall in San Salvador vorstellen, im Süden des Landes, in San Luis Talpa. Dort hat es sehr viele Fälle chronischen Nierenversagens gegeben. Die Zahl der Erkrankten ist sehr, sehr hoch. Für das Jahr 2013 hat man 200 neue Fälle verzeichnet, in nur einem Jahr. In El Salvador insgesamt betrachtet, waren zwischen den Jahren 2009 und 2018 nach Angaben des Gesundheitsministeriums MINSAL das Nierenversagen die dritte Todesursache landesweit. Und für Männer war es die erste Todesursache beim Versterben im Krankenhaus und für Frauen lag das chronische Nierenversagen an fünfter Stelle beim Versterben im Krankenhaus. Wir sehen einen direkten Zusammenhang des Auftretens dieser Erkrankung im Verhältnis zu den zur landwirtschaftlichen Produktion im Land. Wir sehen einen klaren Zusammenhang durch den Einsatz konkreter Pestizide, die in anderen Ländern verboten sind. Um noch einmal auf den Fall San Luis Talpa zu sprechen zu kommen, im Jahr 2014 gab es 55 Todesfälle aufgrund von chronischem Nierenversagen und man konnte ganz klar feststellen, dass alle diese Personen vorher Kontakt mit Pestiziden im landwirtschaftlichen Bereich hatten. Es gab eine Umfrage auf nationaler Ebene vom Institut ENECA im Jahr 2015 im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Und hier wurde festgehalten, dass es 175.210 Personen gibt, die an chronischem Nierenversagen in El Salvador leiden.
Und das bedeutet, dass dadurch Ausgaben im salvadorianischen Sozialversicherungssystem entstehen, die etwa 8,9 Millionen US-Dollar pro Jahr umfassen. Das ist Geld, das nur zur Behandlung von chronischem Nierenversagen zum Einsatz kommt. Und hiermit beziehen wir uns auf offiziellen Daten. Das sind aber nur die Personen, die im Sozialversicherungssystem auch abgesichert sind. All diese, die keine Krankenversicherung haben, sind in diesen Daten nicht erfasst. Es gab eine große Kampagne, in der man verlangt hat, dass 53 Agrargifte in El Salvador verboten werden sollten. Und in diesem Jahr 2013 hat man es auch geschafft, dass die Initiative der Zivilgesellschaft aufgegriffen wurde, gemeinsam mit der Ombudsstelle in El Salvador für Menschenrechte und der Partei FMLN. Und es wurde ein Gesetz angenommen zur Kontrolle von Pestiziden, Düngemitteln und Produkten für die Landwirtschaft. Und 53 Pestizide, die zu diesem Zeitpunkt noch frei verkauft werden konnten, wurden verboten. Zu diesem Zeitpunkt waren 6 davon bereits auf internationaler Ebene nicht mehr zugelassen und 23 dieser Pestizide waren durch andere internationale Verträge bereits verboten. Aber der Präsident Funes hat 11 von diesen 53 Agrargiften ausgewählt und eine Sonderregelung gefordert. Das heißt, diese sind weiterhin erlaubt und werden auch weiterhin in unserem Land eingesetzt. Zu diesen Pestiziden oder Agrarchemikalien zählen Terbufos. Die liegen an 9. Stelle bei den Importen für das Jahr 2003 und 2004 in Zentralamerika. Es ist eine sehr, sehr bekannte Marke. Counter, unter dem Namen Counter wird es verkauft. Erlaubt ist auch der Einsatz von Foraten. Das gilt laut der Weltgesundheitsorganisation und der FAO als ein hochgefährliches Pestizid. Ebenfalls erlaubt ist Glyphosat von der Firma Bayer Monsanto. Und in den Jahren 2003, 2004 lag es ebenfalls an sehr hoher Stelle für die Importe ganz Zentralamerikas. Dann das Pestizid Paraquat, das liegt an 4. Stelle der Importe Zentralamerikas und wird von der Firma Syngenta hergestellt. Und ebenfalls erlaubt ist weiterhin der Einsatz von Hedonal. Das ist ein Pestizid, was von Bayer Monsanto hergestellt wird und findet sich ebenfalls an prominenter Stelle der Importe Zentralamerikas. All diese Produkte kommen derzeit zum Einsatz und zwar in großen Mengen. Und zwar ganz besonders im Zuckerrohranbau. Das vielleicht als globales Bild, um zu verstehen, wie der Markt der Agrargifte in Zentralamerika funktioniert. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres, also 2019, haben wir in einem Wert von 10,2 Millionen Dollar Agrarchemikalien aus Deutschland direkt bezogen. Das entspricht einer Gesamtmenge von 683 Millionen Tonnen. Im Jahr 2018 ist der wurden 16% des Gesamtwertes der importierten Agrarchemikalien aus China eingeführt. 14% stammten aus den Vereinigten Staaten, 10 aus Mexiko, 9 aus Kolumbien und eben die 3 schon genannten Prozent aus Deutschland. Das sind nur die Direkteinkäufe. Hierin enthalten sind nicht die Pestizide, die von Tochtergesellschaften hergestellt werden oder die vor Ort in Herstellerbetrieben produziert werden. Das Gesamtvolumen von importierten Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden in El Salvador betrug etwa 13.000 Tonnen und hatte einen Gegenwert von etwa 49 Millionen Dollar. Und zwischen 2011 und 2015 sind 831 Menschen an akuten Vergiftungen durch Pestizide gestorben.
7.892 Personen litten an schweren, aber nicht akuten Pestizidvergiftungen. Das hat das Gesundheitssystem einen Gegenwert von 4,3 Millionen Dollar gekostet. Und für den Gegenwert von 41 Millionen US-Dollar wurden Kunstdünger eingeführt. El Salvador ist also ein interessanter Markt für die transnationalen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Aber darüber hinaus verbrauchen diese Unternehmen auch sehr viel Wasser, wie beispielsweise das Unternehmen Empresa Cañera, dem mehr Wasser zur Verfügung steht als dem gesamten Stadtbereich der Stadt San Salvador. Das heißt, wir haben nicht nur das Problem der Pestizide, sondern wir haben auch das Problem des hohen Wasserverbrauchs und der Kontaminierung von Wasser. Im Jahr 2008 lag die Rate für chronisches Nierenversagen in El Salvador an erster Stelle im weltweiten Vergleich. Etwa 24 Menschen pro 100.000 Einwohner sind aufgrund dieser Erkrankung in El Salvador gestorben. Wir sehen einen direkten Zusammenhang zu diesen 11 hochgiftigen Pestiziden, die weiterhin El Salvador zum Einsatz kommen. Und die Auswirkungen, die sie auf die Menschen haben, die im Zuckerrohrsektor beschäftigt sind, sind sehr schwerwiegend. 44% sind gravierend betroffen und 15% der Landarbeiter, die noch nicht einmal direkt im Zuckerrohranbau betätigt sind, weisen ebenfalls Folgewirkungen auf, genauso wie die Frauen. Wir fragen uns. Bueno, okay, gracias. Esta es una imagen de los mecanismos de fumigación. Das ist ein Bild von der Pestizideinsatz in El Salvador. Die werden mit diesen Flugzeugen angewendet in der Nähe von der Bevölkerung. Es ist ein kleines Land, in dem wir leben, und von daher kann man die Besprühung nicht gut von den Lebensräumen trennen. Wer produziert denn Zuckerrohr in El Salvador? 103 große Unternehmen kontrollieren 42% des Marktes. 2.436 Einzelproduzenten haben 32% Marktanteil und 66 Genossenschaften der Agrarreform haben 27% des Marktes. Das Bild zeigt das Abbrennen 20 bis 30 Tage vor der Ernte. Hier wird auch gespritzt, entweder mit Paraquat oder mit Glyphosat. El Salvador hat ca. 100.000 Hektar, die jährlich abgebrannt werden und auch mit diesen hochgefährlichen Pestiziden behandelt werden. Und wir fragen uns natürlich auch, wer den internen Markt des Zuckers kontrolliert. Es gibt 6 Verarbeitungsanlagen. Eine der größten ist Central Izalco, die kontrolliert 33% des inneren Marktes, und El Angel 22% des inneren Marktes bei der Verarbeitung von Zuckerrohr. Hier ein Ausschnitt aus einer Zeitung: 25 der Landarbeiter oder Tagelöhner sind Frauen, und dieses Bild wird stark romantisiert, und trotzdem, die Arbeitsbedingungen sind höchst prekär. Es gibt keinen Schutz, keinen Arbeitsschutz, und die Arbeit ist, wie gesagt, höchst prekär. 25, 30 Tage vor dem Abbrennen werden die Felder besprüht, wie ich bereits sagte. Wir haben vorhin nach Bearbeitungsanlagen die Aufteilung gesehen, hier nach Familien.
Die Familie Regalado Dueñas kontrolliert fast 50% des nationalen Zuckerrohrmarktes. Dort gibt es also sehr große Interessen in Bezug auf die landwirtschaftliche Politik. Diese großen Unternehmen und Personengruppen bekommen auch Gelder, geben auch Gelder bei den politischen Wahlkampagnen. Die Partei, die am meisten Spenden bekommt, ist die Partei Arena, eine rechte Partei, Nationalistische Republikanische Allianz, die auch regierte und einen großen Einfluss im landwirtschaftlichen Bereich hatte. Mehr als 4 Millionen Dollar an Spenden bekam diese Partei, an registrierten Spenden wohlgemerkt. Die christdemokratische Partei PDC bekam über 790 Dollar an Spenden. Und die Oppositionspartei bekam 305.000 registrierte Spenden. Sie kümmern sich hauptsächlich um den Schutz der Gewässer und um gute Arbeitsbedingungen. Es gibt auch weitere Interessensgruppen in El Salvador, die sogenannte APA, der Verein der Agrarlieferbetriebe. Sie setzen sich ein für die Nutzung von Pestiziden und sie lobbyieren bei den politischen Parteien. Sie stellen sich als Thinktanks oder Wissenschaftler dar. Die APA ist offiziell als nicht als gemeinnützige Organisation angenommen. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann sehen wir, dass sie Teil von CropLife Lateinamerika sind. Es ist ein Netzwerk in Lateinamerika, das aus 5 Unternehmen besteht: Syngenta, FMC, Bayer, BFC und Sumitomo Chemical. In deren Strategie befindet sich die Förderung von Gesetzen, die unter anderem auch den geistigen Eigentum schützt. Hier sehen wir also, dass es eine starke Lobby gibt, die stark in Kontakt kommt mit der Politik. Hier ein Ausschnitt aus einer lokalen Zeitung. Hier sehen wir die normale Nutzung von Pestiziden. Hier sieht man, dass diese Person gar keine Schutzmaßnahmen ergreift. Sie läuft da in kurzer Hose und kurzen Ärmeln mit dem Rückensprühgerät und sprüht dann direkt die Pestizide auf das Land. Was tötet denn nun die Bäuerinnen und Bauern? Es gibt eine Studie, die besagt, dass 2012 es Fälle der Nierenerkrankung im Inland gab, nicht nur an der Küste. Und dort wird als Ursache auch der Hitzestress angeführt. Eigentlich geht es aber nicht um die Hitze, sondern um den Einsatz von Pestiziden. Hier gibt es die Schlussfolgerung einer Studie, in der gesagt wird, dass die hohen Temperaturen nicht auf die Ersatzindikatoren Einfluss hat, wenn es um die Nierenerkrankung mit unspezifischer Ursache geht, sondern diese Krankheit gibt es besonders in Bereichen, die in der Nähe von Pestizideinsatz sind. Es gibt eine direkte kausale Verbindung, die nachgewiesen ist.
zwischen den, der Nutzung und der, der Nutzung von Pestiziden und der Erkrankung. Und bis hierhin meine Präsentation. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Adalberto. Das war sehr interessant, sehr informativ. Und ich habe auch schon gesehen, dass die ersten Fragen bereits eingegangen sind. Die werden wir dann später gemeinsam diskutieren. Ich habe gesehen, dass Anna Celia wieder dabei ist. Jetzt starten wir nochmal einen Versuch. Anna Celia, schön, dass du da bist. Estoy aquí. Perfecto. Se nos había ido la energía y bueno, estamos aquí. Der Strom ist leider ausgegangen. Aber ich bin ja wieder da. Ich würde gerne nur eine Zusammenfassung beitragen. Adalberto hat ja schon eine globale Abbildung gezeigt von dem, was die Pestizide in Lateinamerika bedeuten. Ich möchte auch noch darüber sprechen, welche Folgen es hat, dass der Zuckerrohr immer extraktivistischer betrieben wird in El Salvador und Nicaragua. In Zentralamerika wird die Monokultur besonders in El Salvador, Guatemala, Nicaragua und Honduras betrieben. In Südamerika gibt es auch immer wieder einen Anstieg in der, in den Großplantagen des Zuckerrohrs. Das hat damit zu tun, dass es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf internationaler Ebene ist und es beinhaltet auch noch weitere Interessen in den wirtschaftlichen Sphären. Die Folgen auf die Gesellschaft, auf die Gesundheit und auf die Umwelt sind aber verheerend. 75% haben sich diese Monokulturen vermehrt auf globaler Ebene. Laut der Weltgesundheitsernährungsorganisation wird diese Monokulturen weiter mindestens bis 2027 wachsen. Das ist also ein sehr schwerwiegende Situation. Damit in Verbindung steht natürlich auch die Produktion von Bioethanol. In Guatemala beispielsweise wurde stark aus der EU importiert und das Land liegt auf vierter Stelle. Die Welternährungsorganisation benennt die Zuckerrohrplantagen, so wie sie jetzt sind, auch als problematisch, denn es gibt viele Menschen, die durch den Pestizideinsatz sterben. Die Kontrollen, die laut Gesetz existieren, müssen wir auch benennen, denn diese Produkte haben verheerende Auswirkungen auf die Arbeit, auf das Leben der Menschen. Die natürlichen Ressourcen und im Allgemeinen das Leben in Gemeinschaft. Was passiert mit der Produktion von Bioethanol? Sind sie wirklich nachhaltig? Wer konsumiert denn diese Produkte? Und wer konsumiert diesen Zucker, diesen Rohrzucker in anderen Ländern? In Zentralamerika ist die Nierenerkrankung ein sehr großes Problem. Dieses Problem betrifft nicht nur die Menschen, die sterben, sondern ganze Familien. Auch Frauen müssen darunter leiden, denn sie sind verantwortlich
wenn es beispielsweise Entlassungen gibt. Es gibt Massenentlassungen, wenn Krankheiten erkannt werden seitens der Arbeitgeber. Wir hatten gerade Probleme mit deiner Präsentation, die zu sehen. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch mal probieren, sie zu teilen, ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist, deine Präsentation. Wir sehen im Moment deine Präsentation nicht. Du kannst es gerne noch mal kurz in Ruhe probieren. Okay. 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 Ustedes me indican, por favor. Sagt bitte gerne Bescheid. Ah, okay, 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 okay. Ja, jetzt sehen wir Sie, danke. Y quisiera saber si también han, se ha escuchado lo que yo he estado diciendo, si no tendría que retroceder un poco. Wir haben alles gehört, alles super. Du kannst weitermachen, wo du aufgehört hast. Danke. Ah, okay, perfecto, perfecto. Bueno, entonces yo decía esto. Also, was ich gerade gesagt hatte. Die Produktion von vorgeblich nachhaltigen Kraftstoffen, für wen sind die denn nachhaltig? Denn der Zuckerrohranbau steht ja in einem total engem Zusammenhang mit dem Auftreten vom chronischen Nierenversagen. Aber es ist total wichtig, auch noch anzusprechen, dass in Nicaragua die Zahlen auf etwa 24.000 Personen angestiegen sind, die an chronischem Nierenversagen in den vergangenen Jahren gestorben sind. Einer von vier Männern der Erwerbsbevölkerung ist aufgrund dieser Krankheit verstorben. Und man muss sich hier auch angucken, welche Altersgruppen betroffen sind. Die meisten dieser Männer sind zwischen 26 und 30 Jahren alt. Die Hälfte, mehr als die Hälfte, um genau zu sein. Es sind Menschen, die arbeiten in der Landwirtschaft oder aber die in der Nähe leben, wo Zuckerrohr angebaut wird. Also beispielsweise in unmittelbarer Nähe der großen Plantagen. In Guatemala steigt diese Zahl auf 7.660 Fälle im Jahr 2018. Und hinzu kommen aber auch noch weitere Schwierigkeiten, wie beispielsweise Atemwegserkrankungen oder aber Verdauungsprobleme, Hautausschläge etc. Das ist ein ernstzunehmendes Problem und es beeinträchtigt auch die Artenvielfalt, es beeinträchtigt die Subsistenzwirtschaft und das bedeutet, letzten Endes betrifft es auch die Ernährungssicherheit in unserem Land. Dann das Abbrennen der Ernterückstände, was weiterhin in Nicaragua und auch in dem Munizip, in dem ich lebe, in Zentralamerika, gemacht wird, hat Gesundheitsauswirkungen. Und zwar massive, sowohl für die Frauen als auch die Männer, die in diesem Bereich arbeiten, als auch die gesamte Bevölkerung, die in der näheren Umgebung wohnt. Es gab hierzu verschiedene Untersuchungen, die festgestellt haben, dass dieser Rauch, der beim Abbrennen entsteht, für die Menschen sehr giftig ist. Insbesondere durch die Freisetzung von Stickstoffmonoxiden, von Schwefeldioxid, von CO2 und wenn diese verschiedenen Substanzen zusammenkommen, dann hat das massive Gesundheitsauswirkungen für die Bevölkerung. Ebenfalls wird Kohlenstoffmonoxid freigesetzt, Kohlenwasserstoffe, Schwefeloxid und Kalium. Was ich insbesondere betonen möchte, ist auch die Betroffenheit des Wassers. Denn die großen Plantagen con todas las posibilidades y gozando, digamos, de privilegios. Haben eine große Anzahl von Privilegien und es gibt eine große Anzahl von Gemeinden, die sterben, weil sie im Zuckerrohrsektor beschäftigt sind. Und es ist total schwierig zu zeigen, dass es nicht nur Menschen sind, die aufgrund dieser direkten Betroffenheit versterben,
sondern eben, weil es auch weitere Auswirkungen gibt, wie beispielsweise die Tatsachen, dass sich die Zuckerrohrunternehmen das Wasser aneignen und den Menschen in den Gemeinden den Zugang zum Wasser verwehren. Und wir wissen ja, der Zugang zu Wasser ist ein international anerkanntes Menschenrecht. Die Untersuchungen, die angefertigt wurden, haben auch gezeigt, dass aufgrund des Monokulturanbaus die Subsistenzwirtschaft in Bedrängnis geraten ist, was dann gleichzeitig zu einer Zunahme der Kindersterblichkeit geführt hat, weil wir eine Unterernährungssituation haben. Und wer kümmert sich in einer solchen Situation, in einem so negativen Kontext? Das sind natürlich die Frauen. Denn die Frauen sind die, die Sorge tragen, dass die Familien leben. Es tut mir leid, aber ich habe die ganze Zeit ein Geräusch von technischer Seite im Ohr, was es mir sehr schwer macht zu dolmetschen, wenn das vielleicht von der Technik unterbunden werden könnte. Hier steht ständig Barundo Management Agent. Könnte das jemand bitte abstellen? In Zentralamerika haben wir sehr fruchtbares Land. Und wir haben auch viel Grundwasser. Und insbesondere in Chinandega, im Munizip El Viejo, gibt es sehr große Grundwasservorkommen. Nichtsdestotrotz erleben die Menschen Dürre, weil das Wasser von den Zuckerrohrplantagen benutzt wird. Und wer leidet insbesondere unter der Situation? Das sind wiederum die Frauen. Eine der großen Schwierigkeiten, die wir vor Ort erleben, unter Frauen und Männern, ist natürlich, dass wenn die Männer, die im Zuckerrohr tätig sind und an chronischem Nierenversagen erkranken, dass es die Frauen sind, die sich um die Kranken kümmern müssen. Aber das ist natürlich auch emotional schwierig zu ertragen, sich um jemanden zu kümmern, der an einer schweren Krankheit leidet. Und gleichzeitig fällt ihnen dann die Aufgabe zu, die Ernährung ihres Haushalts, die Versorgung ihrer Kinder sicherzustellen. Wir wissen, dass es ein Menschenrecht ist, Zugang zu Wasser haben. Und das wurde im Jahr 2010 auch so von den Vereinten Nationen anerkannt. Und ich denke, es ist wichtig, das zu betonen, denn dieser Wasserentzug, den wir durch die Unternehmen erleben, führt dazu, dass Menschen sterben. Die vorhandenen Gesetze werden nicht eingehalten. Alberto hat es schon erwähnt. Wenn die Unternehmen vor Ort aktiv werden, dann gibt es keine frühzeitige, informierte Zustimmung durch die Gemeinden, denn sie werden gar nicht gefragt. Obwohl sie massiv betroffen sind von der Invasion dieser Unternehmen in ihrem Land. Das schafft große Unsicherheiten in den Gemeinden. Die Plantagen führen zu Streit in den Gemeinden, zur Spaltung der Bevölkerung. Es gibt Leute, die sind im Zuckerrohranbau beschäftigt und deswegen befürworten sie die Arbeit. Aber es gibt eine ebenso große Gruppe von Menschen, die nur die negativen Folgen des Zuckerrohranbaus erleben und die sich deswegen gegen diese landwirtschaftliche Praxis stellen. Und das hat zu zahlreichen Protesten im Land geführt, weil man eben möchte, dass diese negativen Auswirkungen im Zaum gehalten werden. In Guatemala und Zentralamerika, Honduras, El Salvador oder in Nicaragua beispielsweise, sind wir gerade dabei, Aktionen zu organisieren, wo wir unsere Forderungen klar formulieren wollen. Das sind Aktionen oder Dinge, die wir planen, um darauf aufmerksam zu machen, was bei uns vor Ort passiert und dass wir nicht bereit sind, das weiter zu ertragen. Wenn die Menschen sich organisieren, wenn sie anfangen, Forderungen zu stellen, wenn sie Widerstand zeigen angesichts dieser Situation, dann erleben wir oft eine Kriminalisierung dieses Widerstands. Es gab einen konkreten Fall in den Ländern Zentralamerikas, als man beispielsweise die Bevölkerung angefangen hat, für ihr Recht auf Wasser aufzustehen. Und
angezeigt hat, dass hier klar Menschenrechte verletzt wurden, weil die Unternehmen sich das Wasser angeeignet haben, dann werden Menschen, die diese Forderung stellen, entweder getötet oder kriminalisiert oder sie werden inhaftiert. Das heißt also, wir fordern gleichzeitig auch Sicherheit. Wir fordern eine Krankenversicherung für Menschen, die von dieser Problematik betroffen sind. Und wir wollen, dass es als wirklich schwerwiegendes Problem in unserem Land anerkannt wird und gesehen wird, dass es sich um ein Problem handelt, was in der ganzen zentralamerikanischen Region vorherrscht. Die Menschen in der Region leiden unter kontaminiertem Wasser. Aber dieses Wasser wird nicht nur auf ihre Felder geleitet, sondern es kontaminiert auch die Brunnen. Das heißt, das ist Wasser, das kontaminiert ist und später von Menschen konsumiert wird. In diesem Fall betrifft es eine Verarbeitungsanlage der Gruppe Pantaleon. Die sind in unserer Region, in unserer Nachbarregion aktiv. Es gibt aber auch noch eine weitere Verarbeitungsanlage, die ist direkt vor Ort aktiv, die gehört zur Pellas-Gruppe. Das sind Menschen, die viel Wirtschaftsmacht in den Händen halten und die diese Macht nutzen, um völlig ohne staatliche Kontrolle die Produktion immer weiter zu steigern und dafür Sorge tragen, dass der uneingeschränkte Einsatz von Pestiziden weiter möglich ist. Hier auf diesen Bildern kann man beispielsweise sehen, in welchem Zustand sich die Brunnen befinden. Man sieht auf dem anderen Bild eines der Sprühflugzeuge. Und man sieht auch, dass die betroffenen Dörfer direkt innerhalb der Plantagen liegen. En estos contextos cañeros. Voy a presentar esta otra lámina que. Ich möchte gerne noch eine weitere Folie präsentieren, in denen man die Häuser sehen kann. So sehen die Häuser aus und hier sind die Zuckerrohrplantagen. Wenn die Felder besprüht werden von der Luft, dann wird das natürlich nicht berücksichtigt, dass hier Menschen leben. Es wäre super, wenn du langsam zum Ende kommen könntest, damit wir noch genug Zeit für die Fragen und auch für Peter Klausing haben. Danke. Ja, hiermit komme ich auch zum Ende. Ich wollte nur die Lebensbedingungen vor Ort zeigen. Vom Rohrzucker zu reden, heißt, von einem Staat zu sprechen, der abwesend ist, von der Vergiftung, vom Leben, vom Wasser und vom Land. Außerdem muss man auch anerkennen, welche Möglichkeiten die Gemeinden vor Ort haben, um sich zu organisieren und sich zu wehren in dieser schwierigen Situation, in der sie sich befinden. Das Wasser ist ja eine unentbehrliche Ressource. Der Zugang zu Land und zu natürlichen Ressourcen sind Rechte, die uns regelmäßig systematisch verwehrt werden. Die Advocacy-Arbeit ist auch sehr wichtig. Darüber müssen wir sprechen, auch über Bündnisse und über die politische Arbeit von Frauen, um wieder über die lebensnotwendigen Ressourcen eine Kontrolle zu erhalten. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Anna-Celia. Das war nochmal sehr spannend und hat, glaube ich, auch nochmal gute komplementäre Perspektiven jetzt zu Adalbertus Input uns allen gegeben. Ich würde an dieser Stelle nochmal ganz kurz erinnern an alle, die jetzt schon Fragen gestellt haben. Es ist super, wenn ihr das in dem F&A-Tool, also Fragen und Antworten, direkt dort hineintippt. Wir werden keine Wortmeldungen hier annehmen, weil wir dafür zu viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, sondern tatsächlich dann nur die schriftlichen Fragen vorlesen am Ende. Adalberto, Anna-Celia, Peter, ihr dürft gerne alle euch nochmal zeigen. Genau, und ich würde jetzt mit einer erstmal noch eine Fragerunde anfangen unter uns und vor allem das Wort an Peter geben. Dich haben wir jetzt noch gar nicht gehört und ich würde gerne von dir wissen, was deine Einschätzung ist als Toxikologe zu den Ursachen von chronischer Niereninsuffizienz. Was ist da der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Debatte? Vielleicht kannst du das etwas ausführen. Also ich würde als erstes mich entschuldigen bei Christina. Bueno, primero quiero disculparme, weil ich unter dem Eindruck der Vorträge, die ich super finde, mich entschlossen habe, etwas anderes zu erzählen als geplant. Aber es wird kurz sein und ich werde hoffentlich einfach sprechen. Denn ich brauche nicht das zu wiederholen, was Adalberto schon gesagt hat. Ich will vielleicht kurz schildern, dass es in der Wissenschaft zwei Lager gibt. Die einen sagen, die Pestizide sind die Ursachen für dieses chronische Nierenversagen. Eine andere Wissenschaftlergruppe stellt den Hitzestress in den Vordergrund. Und nach einem Gespräch mit Marc Debrot, einem der Wissenschaftler eines 13-köpfigen Teams, was sich weltweit mit dem Phänomen des chronischen Nierenversagens beschäftigt. Und es gibt Schwerpunkte dieses Phänomens in Mittelamerika, wie wir gehört haben, aber auch in Sri Lanka und sogar in bestimmten Regionen Frankreichs. Komme ich zu der Schlussfolgerung, Punkt 1, dass die Hauptursache die Pestizide sind und dass es wahrscheinlich zwei modifizierende Faktoren gibt, nämlich diesen Hitzestress und besonders in Sri Lanka eine Kontamination des Trinkwassers mit Arsen, des Grundwassers, was als Trinkwasser genutzt wird. Und ähnlich wie bei dem Streit, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht, besteht durch die Existenz von mehreren Faktoren die Möglichkeit, die Wahrheit zu verdrehen. Und das ist meiner Meinung nach das, was die Forschergruppe um Wesseling macht, also diejenigen, die den Hitzestress in den Vordergrund stellen. Und so tun, als wenn man den Landarbeitern und Landarbeiterinnen nur zusätzlich etwas zu trinken zu geben braucht und ein paar Pausen an schattigen Plätzen und schon sei das Phänomen erledigt. Und ich glaube, das stimmt nicht und das wird diskutiert, um von dem Thema Pestizide abzulenken. Ich habe während der Vorträge anhand der Zahlen, die Adalberto vorhin vorgestellt hat, mal überschlagen, wie die ausgebrachte Pestizidmenge in El Salvador ist im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind wir mit der Situation konfrontiert, dass in El Salvador 3 bis 4-mal so viel Pestizide auf die Fläche bezogen ausgebracht werden in Deutschland. Das gibt vielleicht noch einen zusätzlichen Eindruck, wie die Belastung der ländlichen Bevölkerung und insbesondere der Landarbeiterinnen und Landarbeiter ist.
diese Forschergruppe, und das vielleicht nur zum Abschluss, bevor wir in die Diskussion einsteigen, diese Forschergruppe, in der Marc de Bro arbeitet, hat zum Beispiel die Situation des chronischen Nierenversagens in Kuba, wo aus bestimmten Gründen wesentlich weniger Pestizide eingesetzt werden mit der Situation in Nicaragua und El Salvador, verglichen. In Kuba herrschen ähnliche klimatische Verhältnisse. Es gibt also diesen Hitzestress, der besteht aus der Außentemperatur und der schweren körperlichen Arbeit, wo im Körper Wärme zusätzlich erzeugt wird. Den gibt es in Nicaragua genauso. Es gibt aber in Nicaragua absolut nicht dieses Phänomen des chronischen Nierenversagens. Und das sagt mir, dass Hitzestress zum Beispiel nur ein modifizierender Einflussfaktor und nicht die Hauptursache sein kann. Und damit würde ich vielleicht meine Ausführungen abschließen, damit wir noch Zeit genug für die Diskussion haben. Ganz vielen Dank, Peter. Das war sehr wertvoll. Ich würde noch zwei Fragen auf meiner Liste sozusagen hier anschließen, um diese Runde einmal abzuschließen. Und dann würde ich mir einen Überblick verschaffen, beziehungsweise habe gerade schon mir die Fragen angeschaut, die von Ihnen aus dem Publikum sozusagen eingegangen sind. Vielleicht kurz an Adalberto. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es aus deiner Perspektive, beziehungsweise welche politischen Maßnahmen können wir auch hier aus Deutschland ergreifen? Was wäre da aus deiner Perspektive am wichtigsten, um Gesundheit am Arbeitsplatz in Zentralamerika, vor allem im Zuckerrohranbau, herzustellen, sicherzustellen? Gracias, Lena. Vielen Dank, Lena. Eine Möglichkeit wäre Folgendes: Druck auszuüben in Deutschland und in der EU, damit die Unternehmen, die dort ihren Sitz haben, die gleiche europäische Norm anwenden im globalen Süden, dass der Schutz der Endverbraucher genauso aussieht in der EU wie im globalen Süden. Also die Produkte, die in der EU nicht zugelassen sind und die als möglicherweise krebserregend gekennzeichnet sind oder tödlich für das Leben im Meer, wo ja auch die ganzen Reste landen. Und natürlich auch die fachgerechte Entsorgung von genutzten Behältnissen, diese leeren Behälter, die bleiben beim Bauer, bei der Bäuerin und werden nicht weiter entsorgt. Das ist auch ein Problem. In zweiter Stelle sind auch lokale Bündnisse wichtig. Es wäre wichtig, ein System einzurichten, um diese Probleme der Allgemeinheit zur Kenntnis zu geben und auch bei der Politik Druck zu machen. Super, vielen Dank für diese prägnante Antwort. Und vielleicht nochmal an Peter die Frage: Was tut sich denn gerade in Deutschland? Was sind hier aktuelle politische Prozesse, die vielleicht auch beitragen wollen zu einem Abbau dieser Doppelstandards in der Pestizidvermarktung? Also die gute Nachricht für Adalberto ist vielleicht, dass dieser Prozess hier schon begonnen hat. Also es gibt als Ausgangspunkt drei umfangreiche Publikationen, die diese sogenannten Doppelstandards charakterisieren und behandeln, die in den letzten Monaten publiziert worden sind. Und es hat eine Kampagne begonnen vor einigen Wochen zusammen mit INCOTA vom Pestizidaktionsnetzwerk, wo wir fordern, dass in Deutschland ein ähnliches Gesetz erlassen wird, wie es in Frankreich schon existiert.
das Gesetz in Frankreich wird erst im Jahr 2022 greifen, aktiv werden. Aber in Frankreich wird es dann verboten sein, Pestizide, die in der Europäischen Union aus Gesundheitsgründen oder aus Umweltgründen verboten wurden, zu produzieren, zu lagern und zu exportieren. Und ein solches Gesetz fordern wir für Deutschland auch. Wir sind dabei, ein Bündnis zu schmieden mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen hier in Deutschland. Und sind uns aber gleichzeitig auch bewusst, dass dies ein Signal werden wird, wenn wir dann erfolgreich sind, um einen internationalen Prozess anzuschieben. Denn wenn die Verbote in Deutschland und in der EU erlassen werden sollten, dann gibt es immer noch China und die USA, die weiterhin solche Exporte tätigen werden. Und wir sollten uns einfach nur bewusst sein, dass der Kampf damit dann noch nicht abgeschlossen ist, wenn wir unser Ziel hier, dieses Teilziel erreicht haben. Danke, Peter. Das sind doch trotzdem schon mal wichtige erste Schritte. Jetzt würde ich mich mal den Fragen widmen von den Zuschauern und Zuschauerinnen und habe eine erste Frage an Anna Celia. Die Frage lautet, haben sich die Erkrankungsraten von chronischer Niereninsuffizienz in Nicaragua in den letzten Jahren verringert? Denn es wird bei PEYAS behauptet, dass die ehemaligen Pestizide nicht mehr eingesetzt werden. Ist das so? In meiner Präsentation habe ich gesagt, dass in Nicaragua zum Beispiel sich die Fälle vermehrt haben. 24.000 Tote durch Niereninsuffizienz gab es laut unseren Studien. Eine weitere Studie aus Chichigalpa, einer anderen Gemeinde, in der wir arbeiten und in der es Folgen durch die Zuckerrohrplantagen gibt, die Vorfälle haben sich nicht verringert. Sie vermehren sich. Die Monokultur des Zuckerrohrs hat auch damit zu tun. Es gibt ganze Dörfer, die verschwunden sind. Von daher können wir nicht von einer Verringerung sprechen. Es gibt auf nationaler Ebene einen Diskurs dieser Unternehmen. Sie kontrollieren die Wirtschaft in unserem Land. Und natürlich, es gibt einen Staat, der abwesend ist. Und es gibt ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Andererseits ist die Realität in unserem Land eine ganz andere. Es gibt Kriminalisierung, es gibt Tote. Wir arbeiten mit Frauen vor Ort, mit ganzen Gemeinschaften. Und dort sehen wir Häuser, die mitten in den Zuckerrohrplantagen stehen. Man kann also nicht leugnen, dass in so einem Kontext die Niereninsuffizienz verringert wird. Die kommerziellen Anbieter dieser Produkte wechseln auch die Etiketten. Die chemischen Produkte werden anders benannt, aber es ist weiterhin Glyphosat. Und diese Produkte werden wahllos eingesetzt quasi. Ich weiß nicht, ob ich damit die Frage beantwortet habe. Es gibt auch junge Menschen, die sterben. Frauen, die ihre Familie verlieren. Und auch sie sehen sich dann gezwungen, auf den Zuckerrohrplantagen zu arbeiten und werden dann wiederum selbst krank. Ja, vielen Dank, Anna Celia. Ich denke, das war sehr hilfreich, deine Antwort.
Ich habe noch eine Frage an Adalberto. Adalberto, wie siehst du die Rolle der Arbeitsbedingungen, das heißt Dauer und auch Lage der Arbeitszeit, sowie die Verunreinigung des Trinkwassers bei der multifaktoriellen Verursachung der chronischen Niereninsuffizienz? Die Rolle der Arbeitsbedingungen und die Rolle der Verunreinigung des Trinkwassers als Ursache. War das jetzt an mich? Nee. Die Frage war tatsächlich an Adalberto gerichtet, so habe ich zumindest hier aufgefasst. Danke. Okay. Ja, wie Peter schon sagte, es sind Nebenfaktoren. Der Hauptfaktor ist die Nutzung von Pestiziden. In El Salvador gab es eine Studie von vor 5 Jahren. Und diese Studie analysiert genau dies und kommt zum Schluss, dass die Pestizide die Hauptursache sind. Es gibt einen Vergleich von Landwirten im Bereich der Zuckerrohrplantagen und in anderen Regionen. Bis zu 47% Letalität gibt es in Zonen der Zuckerrohrplantagen und in anderen Regionen 34. Außerdem der Hitzestress. Es gibt auch Fälle in Alaska. Und da sieht man wieder, dass der Hauptfaktor die Pestizide sind. Weitere Faktoren sind nur Nebenfaktoren. Und diese wahllosen Einsatz von Pestiziden ist da ausschlaggebend. Super. Vielen Dank, Adalberto. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an Peter, an dich. Gab es in Deutschland bereits Klagen gegen die Konzerne, die diese Pestizide vermarkten? Und wenn ja, wie sind diese ausgegangen? Kannst du dazu etwas sagen? Also das wäre mehr eine Antwort, die das ECCHR geben müsste. Über den aktuellen Stand bin ich nicht informiert. Ich weiß aber, dass es in Deutschland wesentlich schwieriger ist und an der rechtlichen Situation liegt, dass persönlich Betroffene unter Beweis, dass ihr eigenes Leiden durch ein ganz bestimmtes Pestizid verursacht worden ist, klagen können und nicht gegen die Tatsache an sich von Unternehmen, dass sie verbotene Pestizide exportieren. Da gibt es in Deutschland keine rechtliche Grundlage. Und das ist der Grund, warum eine solche Haftbarmachung bis jetzt nicht erfolgt. Es gibt ja die Initiative für ein Lieferkettengesetz. Wenn die Erfolg hat, wird es unter Umständen etwas günstiger werden mit solchen Verfahren. Vielen Dank. Da habe ich noch eine Frage an Anacelia, die dazu ganz gut passt, auch zum Thema Klagen. Anacelia, wie sieht es mit den Klagen von Opferverbänden wie Asotrair in El Viejo gegen Pantaleon aus, also das guatemaltekische Unternehmen in der Region, wegen des unkontrollierten Pestizideinsatzes? Kannst du dazu etwas sagen? Anacelia, wir hören dich noch nicht. Dein Mikrofon ist noch stumm geschaltet. A pesar de que son, podemos decir, inicios, digamos, de luchas. Sagen wir, es sind erste Anfänge des Widerstandes, der sich da zeigt. Also auch die Option, Klage einzureichen. Für diese massive Verletzung, diese, um es so zu sagen, Ermordung von Menschen, die dort begangen werden, in unseren Ländern, durch die Ausweitung des Zuckerrohranbaus und den Einsatz von Pestiziden und Agrarchemikalien. Die Todesfälle, die dadurch aufgetreten sind, sind das Ergebnis
des verstärkt auftretenden, der verstärkt auftretenden chronischen Niereninsuffizienz. Und ja, man hat versucht, Anzeige zu erstatten, aber in Nicaragua, also man hat tatsächlich Anklage eingereicht. Man hat das Unternehmen verklagt, aber auch Widerstand geleistet, indem beispielsweise Blockaden organisiert wurden. Ebenfalls wurde Anzeige erstattet gegenüber den national verantwortlichen Behörden. Wenn ich sage, dass wir da erste Schritte eingeleitet haben, muss man wissen, dass die Erfahrungen in El Salvador, Honduras und Guatemala sehr umfangreiche dieser Thematik gewesen sind. Und in Nicaragua, obwohl wir solche Klagen eingereicht haben, lässt sich dennoch sagen, dass wir hier viel noch mehr Kraft brauchen. Denn wir sind in Nicaragua sehr im Nachteil. In Nicaragua werden Gesetze erlassen, wo es beispielsweise darum geht, dass Demonstrationen verboten oder unterbunden werden sollen. Gesetze, die es nicht möglich machen, Widerstand gegen Unternehmen zu organisieren. Das bedeutet, es gibt bestimmte soziopolitische Interessen im Land, die wichtiger sind. Und der Staat übernimmt die ihm zufallende Rolle nicht. Er übernimmt die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung nicht. Wir haben bislang in diesem Sinne noch keine positive Rückmeldung trotz unserer Klagen gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es wichtig ist, auch diesen Schritt zu gehen, das auf diesem Weg zu versuchen und mit Hilfe von technischer Unterstützung. Man muss ja wissen, dass diese, insbesondere die Gruppen von Opferverbänden oder Menschen, die wirklich persönlich betroffen sind, denen fehlt oftmals auch das Wissen oder die technische Unterstützung, um solche legalen Prozesse einzuleiten. Und da braucht es auf nationaler Ebene Unterstützung, aber auch auf internationaler Ebene, um auch diesen Rechtsweg zu gehen. Wir haben hier noch keine geeignete Antwort in Nicaragua gefunden. Aber wir haben erlebt, dass die Menschen massiv entlassen werden, wenn sie an akuten Nierenversagen erkranken. Und wenn die Menschen merken, dass sie krank sind, und das wird in dem Augenblick, fällt es auf, in dem die Zuckerrohrernte anfängt, weil das Unternehmen selbst entsprechende medizinische Suchungen macht, um zu sehen, wer dann überhaupt für die Zuckerrohrernte geeignet ist für diese Arbeit. Vielen Dank, Ana Celia. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage jeweils an Adalberto und an Peter. Und dann würde ich diese Runde abschließen, weil unsere Zeit sich schon dem Ende neigt. Adalberto, mal etwas Positives. In El Salvador ist das Menschenrecht auf Wasser gerade anerkannt worden. Ist das eine Errungenschaft organisierter zivilgesellschaftlicher Kräfte? Wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden Fall ist das ein Erfolg der Zivilgesellschaft. Aber es ist nur ein Teilerfolg. Denn es ist jetzt das dritte Mal, dass es uns gelingt, diesen Schritt, diese nächste Stufe zu erklimmen. Aber es ist immer nur ein weiterer Schritt in der Überarbeitung unserer Verfassung. Eine erste Reform wurde angenommen, aber es fehlt noch der zweite Schritt in dieser Annahme und die Ratifizierung. Und wir befinden uns ja derzeit gerade im Wahlkampf. Und nach den Wahlen werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, der Kampf ist weiter aktiv und es muss uns einfach gelingen, das Menschenrecht auf Wasser in unserer Verfassung zu verankern. Das Gleiche gilt auch für das Recht auf Ernährung, das ja im engen Zusammenhang mit dem Menschenrecht auf Wasser steht. Dann hoffen wir, dass auch diese nächsten Schritte gelingen werden. Viel Erfolg dabei. Eine letzte Frage an Peter. Eine sehr breite Frage. Ich nehme an, du könntest lange dazu antworten. Gibt es wissenschaftliche Beweise für die genannten gesundheitlichen Auswirkungen von Agrarchemikalien? Und wenn dem so ist, wie sind Bauernorganisationen eingebunden? Diesen zweiten Teil der Frage
Vielleicht kannst du etwas damit anfangen, sonst ich persönlich finde es schwer zu fassen, was genau, wo die Frage hinzielt, aber auf jeden Fall der erste Teil, was sind wissenschaftliche Beweise für die gesundheitlichen Auswirkungen von Agrarchemikalien? Also es gibt zahllose wissenschaftliche Beweise bezogen auf einzelne Pestizide. Das Ganze nennt man epidemiologische Studien, wo Wissenschaftler das Krankheitsgeschehen in bestimmten Regionen untersuchen und auf Basis von Befragungen der betroffenen Bevölkerung und im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, also normalerweise Menschen, die in der Stadt wohnen und Pestiziden nicht so ausgesetzt sind, die über Fragebögen erfassen, welchen Pestiziden sie ausgesetzt waren in der Vergangenheit. Also diese wissenschaftlichen Studien gibt es. Diese wissenschaftlichen Studien helfen manchmal, Pestizide zu verbieten. Das, was, glaube ich, verbessert werden sollte, zum Teil gemacht wird, ist, mit den Bevölkerungsgruppen, die zu diesen Studien beigetragen haben in der ländlichen Bevölkerung, denen auch die Ergebnisse wieder zurückzugeben. Sprich, nicht nur zu kommen, Daten zu erfassen, eine durchaus vielleicht wichtige Publikation daraus zu machen, die hilft, den Stoff zu verbieten, sondern auch den Gruppen der Bevölkerung auf dem Land in direkter Weise mitzuteilen, was die Resultate der Forschung waren. Und das passiert, glaube ich, in den seltensten Fällen. Das gibt es manchmal, aber nicht sehr oft. Es gibt zum Beispiel in Mexiko eine Union der Wissenschaftler mit sozialer Verantwortung, Union Científicos Comprometidos a Sociedad. Solche Wissenschaftler, die dort organisiert sind, die suchen den Weg und geben das Feedback an die ländlichen Gemeinden. Aber das ist nicht überall so auf der Welt. Ganz vielen Dank, Peter. Ich würde total gerne noch weitere Fragen aufnehmen und mit euch weiter hier diskutieren, aber unsere Zeit ist jetzt leider schon, neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende. Ganz herzlichen Dank an Anna Celia, an Adalberto, an Peter und auch an Jan für eure ganz wertvollen Beiträge. Auch nochmal vielen Dank an unsere Dolmetscherinnen. Und natürlich an Sie alle, die sich hier eingewählt haben. Danke für Ihre Zeit. Wir haben hier noch mal kurz ein paar letzte Hinweise zusammengefasst auf der Folie, die Sie hier sehen können. Einerseits hier noch mal der Hinweis auf die Studie, die auch Jan Urhan am Anfang schon erwähnt hatte in seinem Input, die auf Deutsch gefährliche Pestizide von Bayer und BASF. Sie ist auch auf Portugiesisch erschienen und auf Englisch. Da sind die entsprechenden Links notiert. Außerdem hatten wir zuletzt von dem Incota Nord-Süd-Magazin Südlink eine Ausgabe nur zum Thema Pestizide, auch mit Beiträgen zum Thema Niereninsuffizienz in Zentralamerika und auch mit einem Beitrag von Peter Klausing zur Situation in Mexiko. Außerdem werden Incota und die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kooperation mit Miserior noch zwei weitere Online-Seminare organisieren in den nächsten Wochen. Das eine Online-Seminar findet nächste Woche statt, am 12. November, zum Thema Regulierung von Pestiziden in Deutschland und global. Dieses Online-Seminar wird nur auf Deutsch stattfinden, leider. Wir haben nur deutsche Gäste und keine Simultanverdolmetschung. Und dann haben wir noch ein Online-Seminar zum Thema Pestizidausstieg Anfang Dezember. Dieses Online-Seminar wird auf Deutsch und Englisch mit Simultanverdolmetschung in beide Sprachen stattfinden. Da sind Sie alle herzlich eingeladen.
Und ganz zum Schluss auch nochmal hier, Peter Klausing hat es erwähnt, Incota und Pan Germany haben einen Appell gestartet an Bundesministerin Klöckner und Bundesminister Altmaier für ein Verbot des Exports aus Deutschland von Pestiziden, die in der EU explizit verboten sind, weil sie für Umwelt und Mensch so gefährlich sind. Und das können Sie alle gern unterzeichnen, diesen Appell. Ganz herzlichen Dank an alle. Und ich wünsche noch einen schönen Abend im Namen von der Incota und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ganz herzlichen Dank.